Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge 24/4, der Danny spielt das hier zusammen auf dem PC. Wir haben heute die Aufgabe, den IC 2037 von Norddeichmole bis nach Leipzig Hauptbahnhof zu fahren, auf dem Abschnitt Oldenburg Hauptbahnhof, Bremen Hauptbahnhof. Und ja, ich musste gerade ein wenig umswitchen und zwar eine andere 101 nehmen, weil es ist nämlich folgendermaßen. Wenn ihr einen Zug spawnt und ihr wollt gerne mit Steuerwagen fahren, dann müsst ihr die normale 101 Expert nehmen, also die genauso wie sie da steht. Wenn ihr allerdings den IC, also den IC Repaint, die 101 haben wollt, dann müsst ihr halt, wie gesagt, den ganz normalen Zug spawnen und dann die 101 abkoppeln, entfernen und dann die normale bzw. die 101 im IC-Look spawnen und ankoppeln, weil anders kriegt ihr das nicht hier mit dem Steuerwagen. Also der Zug lässt sich nicht mit Steuerwagen spawnen, wenn ihr diese Lackierung nehmt. Das ist mir aufgefallen. Aber ich denke, das ist kein Problem. Das kann man ja eben machen, wie gesagt, dann eben kurz abkoppeln, die 101 entfernen, die 101 mit IC-Lackierung spawnen, ankoppeln, fertig, dann hat man das. Und das ist eigentlich der große Trick daran. Wobei das eigentlich kein großer Trick ist, das ist eigentlich ziemlich easy. Und ja, wie gesagt, wir haben jetzt gleich Ausfahrt. Ich habe mir das jetzt mal, ich hätte auch einen Fahrplan nehmen können, aber da ist kein Steuerwagen dabei. Das habe ich in allen Variationen versucht, auch mit der normalen 101 bekommt man das nicht mit dem Steuerwagen hin. Ich weiß nicht wieso, da ist auf jeden Fall kein Steuerwagen dabei und ich möchte gerne mit Steuerwagen fahren. Deswegen habe ich einen Zug gespawnt, im Freeroam-Modus. Und ja, würde sagen, wir beginnen das Ganze jetzt. Das gibt uns auch ein wenig mehr Zeit, das die ganzen Zugdaten und so weiter einzugeben. Würde sagen, das machen wir jetzt. So, steigen ein, würde ich sagen. Und schließen als erstes mal die Türe. Setzen uns hin, geben die Türen frei, damit die Fahrgäste schon mal einsteigen können. So, geben, wie gesagt, rechts die Türen frei. Das ist der links die Türen frei. Genau. Die Zugsammelmaschine machen wir an. Genau. Dann gehen wir Zugnummer geben wir ein. Und zwar ist das die 2037. Zack. So, dann geben wir das auch hier ein. Ins GSMR. Und zwar gehen wir dazu auf die 9, auf die 1, geben dann hier die 2037 ein, auf E, melden uns dann mittels der Taste 5 an. Das dürfte jetzt soweit der Fall sein. Genau, dann müssen wir natürlich noch, während der RE schon Ausfahrt hat, uns hier noch hinbegeben. So, können uns hier so ein bisschen herantasten, da haben wir ja einen Bremszettel und dann sehen wir, dass wir einen Einstellwert der Bremshundertstel von 180 haben. Wir könnten natürlich auch 140 nehmen, aber dann kein LZB-Betrieb. Das sind die Zahlen, wenn wir keinen LZB-Betrieb haben. Wir wollen aber mit LZB-Betrieb, also müssen wir mindestens, wir fahren 200, also können wir auch 140. Wir brauchen aber, wir geben mal die 180 ein. Genau. Grunddaten, Bremsart, Ersatzzugdaten 9, Bremshundert 140, Zuglänge 400 Meter, VLZ, PZB, O. Also, wir geben mal 180 ein. Also als erstes mal die 9, die bleibt. Geben wir mal die 180 ein. Dann Zuglänge 220 Meter und Geschwindigkeit die 200. Genau. Zack. Da müssten wir jetzt eine PCB-Art von O haben. Sprich, die 85 müsste aufleuchten. Ich glaube, das tut sie sogar. Ja, gut, dann wollen wir, glaube ich, noch ein bisschen Spaß haben, sprich Chaosfaktor. So, den Störungsfaktor anpassen. Das machen wir mittels Taste 2.
Und dann können wir hier die Zahlen eingeben. Und zwar nach oben wie nach unten. Machen das mal hier die 8. Ach, natürlich müssen wir das so machen. Das heißt natürlich. Ja, anwenden. Gut, dann haben wir das jetzt. Ihr seht das hier, Chaosfaktor 8-mal. Störungssimulation aktiv. Gut, das ist soweit aktiv. Dann machen wir hier das auf dunkel. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch die AFB aktivieren. Diese auf 40 erstmal voreinstellen. Wobei wir haben, glaube ich, eine Ausfahrt mit 60, wenn ich das richtig sehe. Wir sehen im Moment noch gar nichts, ehrlich gesagt. Ich gebe erstmal 40 ein, machen wir nichts verkehrt. So, ist der Bremsschlüssel deaktiviert? Der ist entriegelt. Gut, da müssen wir uns noch eine Route legen. Und zwar bis nach Bremen Hauptbahnhof, sprich am Ende der Karte. Das ist hier. Unternehmen wir Gleis. Ja, dieses Gleis ist doch lang genug. Ach, das können wir nicht hin, siehst du? Dann nehmen wir. Ach ne, wir kommen hier außen an, ne? Genau. Da müssen wir hier ein Gleis nehmen. Stimmt, so war das. Wir kommen ja da außen an. So. Wir haben grün. Das befähigt uns, die Tür zu schließen. Und dann haben wir auch Ausfahrt, wenn wir die Zugspitzensignale dementsprechend auch eingestellt haben. So, dann schließen wir die Türen. Und zwar mittels dieses Knopfes hier. So, dann können wir die Bremse lösen. Und dann würde ich sagen, auf geht's. IC 2037 hat Ausfahrt. Wunderschön, wunderschön. Wir haben tatsächlich eine Ausfahrt mit 60, dann können wir auch auf 60 aufschalten. Dann seht ihr, dass wir den Steuerwagen dabei haben. Sehr, sehr schön. So, da geht's hin. Dann fahren wir hier schön über die Klappbrücke. So, dann brauchen wir noch mal kurz hier Fotomodus. Und wenn das jetzt schon fast zu spät ist. Wunderschön. Wunderschön. Ach geil. So. Gucken wir noch mal, wie das auch von der anderen Seite aussieht. Ah, da ist das nicht so schön, würde ich sagen. Nee, das lassen wir. Gut, dann weiterfahren. Ach, seht mal, wir folgen da Hamsterbacke. Das ist doch mal schön.
So, wir haben im Moment eine Beeinflussung. So, die haben es aber gerade rot, weil wir haben Prio. Können uns befreien und dürfen aufschalten. Was ist denn jetzt los? Haben wir die SIFA nicht gedrückt oder was ist jetzt hier los wieder? Komisch. Das muss ich jetzt nicht verstehen. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber egal, lassen wir das. Verstehe ich jetzt nicht. Weil es irgendwie typisch auf der Strecke, dass man ständig den Zwangsaat hat am Anfang. Mann, 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 Mann. Was ist denn jetzt das Problem hier? Wir haben es doch befreit. Warum hatten wir jetzt die Zwangsjacht? Da komme ich jetzt nicht so ganz mit. Aber vielleicht ist das auch der Chaos-Faktor. Wer weiß, wer weiß. Naja, die Hamsterbacke ist wahrscheinlich schon auf und davon. Aber vielleicht haben wir da Glück, die holen die noch ein, weil die dafür, glaube ich, ja, 160 fährt die, glaube ich, auch locker. Wir haben gleich Gleiswechsel mit 3,8 Kilometer. Deswegen dürfen wir auch gleich nur noch 40. So.
Vorne fährt wahrscheinlich die Amsterbacke, wenn ich das richtig sehe. Ja, steht da. Die hat dann, die muss halten. Haha, die muss halten am roten Signal. Wird hier Gleiswechsel haben. Tja, wärst du hinter uns geblieben, hättest du nicht halten müssen, Kollege. Warum haben wir denn jetzt schon wieder. Ja, gibt's doch nicht. Warum haben wir ständig. Eine Zwangsbremse, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn jetzt hier das Problem? Gibt's doch gar nicht, ey. Ist doch, das ist doch jetzt wirklich. Sorry, aber das ist ein bisschen blöd, echt. Gehst du in eine Außenaufnahme und dann kriegst du Zwangsel. Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn das diese Störungssimulation ist, dann Halleluja. So, schauen wir mal, ob das jetzt störungsfrei weiter abläuft oder ob die Störungssimulation hier wirklich jetzt sein Unwesen treibt. Ist immerhin 8 mal so hoch, 8 Chaos Faktor 8, wie ihr. Ja, kann man jetzt nicht so gut sehen, aber die ist auf jeden Fall auf 8. Der Bremshebel ist davor. So, dann können wir vielleicht in Olm, in Bremen den Zug auch noch abstellen. Wir haben einen Steuerwagen.
So, 120, 130. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber es könnte durchaus möglich sein, dass das wirklich an der Steuerungssimulation liegt, dass wir da zweimal diese komische Zwangse hatten. Weil es hieß ja dann auch immer Störung, Störung. Das könnte durchaus möglich sein. Also ich habe den Chaosfaktor einfach mal auf 8 gestellt. Das kann man wunderbar an dem Display ändern. Bin echt gespannt, was da noch so auf uns zukommt. So, 150. So, kann man hier noch irgendwas? 160. Keine Störungen vorhanden. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Hoffentlich bleibt das auch so. Man weiß nie. So, 19 Kilometer noch, die wir hoffentlich noch störungsfrei ableisten können. Ich weiß noch nicht genau, was das zu bedeuten hat oder was das beeinflusst, wenn man jetzt diese Störungssimulation aktiv hat und wenn man dann den Chaosfaktor besonders hoch stellt, was das genau bewirkt. Also bisher noch nichts wirklich Nennenswertes, sag ich mal so.
Fahrzeugüberwachung. Schade, funktioniert nicht. Da steigen wir wieder mal ein Level. Bestellen brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Automatische Netz 2 brauchen wir auch nicht. Gehen wir mal zurück. System. Digitaler ZF. Analoger ZF. DB. Tut sich auch nichts. Ach, au, wir müssen jetzt mal ein bisschen reagieren hier. Alle noch rechtzeitig. Das wäre beinahe in die Hose gegangen. Man sollte doch zwischendurch den Streckenmonitor im Auge behalten. Definitiv. So, nach wie vor rot. Könnten wir eigentlich auch schon mal 80 runter. So, da kommt nämlich jetzt mit Sicherheit gleich ein gütepflichtiges Hauptsignal. Oder auch nicht, oder das Signal ist wieder auf grün gesprungen. Das könnte durchaus möglich sein. Sieht mir fast so aus, weil es kommt wirklich kein Vorsignal und Streckenmonitor ist auch kein rotes Signal mehr zu sehen. Dann denke ich mir mal, dass das gerade im Ursprung ist. Dann können wir, glaube ich, wieder beschleunigen. Warten das Signal noch ab, ist auch kein gelbes Vorsignal. Dann würde ich sagen, ach doch, siehst du, dann bleiben wir bei 80. So, also das hier tat anscheinend nicht. Achso, tut sich nichts. So, zurück. Jetzt haben wir wieder grün. Ja, F. Das ist nichts. Zielrufleitung. ZVM. Ihre Zugvorbereitungsmeldung wird jetzt bearbeitet. Ah, okay. Guck mal, IC2.
So, dann können wir, glaube ich, wieder aufschalten. Ach, schade. Schade. Normalerweise kann man doch 5. Schade, scheint nicht zu funktionieren. So, dann können wir auch schon direkt wieder abschalten. 120. Beziehungsweise. So, da sind wir auch gleich schon in Bremen. Wunderschön, so schnell geht das. So, schöner langer Autozug. Ohne Lok. Steht wahrscheinlich da. Die da gleich an den Zug ankoppeln wird. So, gleich 50.
Wunderschön, wunderschön. Meiner Meinung nach bremst die AfB ein bisschen stark, aber das ist doch nur meine Meinung. Dann werden wir an Bahnsteig 2 halten. Sehr, sehr schön. Was sieht man, hier steht schon IC. Wenn wir mal versuchen, einigermaßen auf gleicher Höhe zu anzuhalten. Ah, Stückchen können wir noch. Stückchen können wir noch. Machen wir das auch. Wenn, dann wollen wir auf gleicher Höhe stehen. Ich zumindest. Na komm. So passt es doch. Wunderschön. Wunderschön. Was ein schönes Bild. Was ein wunderschönes Bild. Ach, schade, jetzt fährt die. Hey du. Da müssen wir es halt anders machen. Da machen wir es halt so. Dafür gibt es ja diesen wunderschönen Fotomodus. Ach, geil. Richtig schön. So, dann öffnen wir links die Türen. Und dann haben wir hier Feierabend in Bremen Hauptbahnhof. Können den Zug an den Kollegen übergeben. Und dann haben wir hier Schluss. Wunderschön. Eine einigermaßen störungsfreie Fahrt, möchte man sagen. Bis auf diese zwei nicht ganz nachvollziehbaren Zwangsen am Anfang in Oldenburg, kann man sich eigentlich nicht beklagen. Ich fand, das war eine wunderschöne Fahrt von Oldenburg hier nach Bremen mit dem IC 2037 inklusive Steuerwagen. Wir sollen jetzt nicht einsteigen, obwohl er eigentlich weiterfahren soll nach
Achso, das ist der RB 58, der eine 25 Minuten Verspätung hat. Ja. Unser Zug wird gleich weiterfahren bis nach Leipzig Hauptbahnhof. Für uns ist, wie gesagt, hier Feierabend. Wir holen uns jetzt hier noch einen Kaffee. Und dann war's das, würde ich sagen. Wobei, wir könnten den Zug ja eigentlich noch. Geht das in die Abstellung fahren? Schauen wir gerade mal kartenmäßig, ob das hinhaut. Schauen wir gerade mal kartenmäßig, ob das hinhaut. Wir sind hier. Genau, wir sind hier. Wir könnten. Wird schwierig, oder? Wir könnten hier reinfahren. Vielleicht klappt das. Können wir ja mal versuchen. Ach, sieht man. Schöner Güterzug. Wir könnten das ja versuchen. Den Zug einfach mal in die Abstellung fahren. Versuchen das einfach. Wobei der soll ja eigentlich nach Leipzig weiterfahren. Ich weiß noch nicht genau, ob das klappt. Wir müssen sowieso erstmal warten, bis der Güterzug vorbei ist. Wir sind hier. Wir könnten, wenn wir. Wir müssen da schon ziemlich so fahren. Versuchen. Wir versuchen es einfach. Versuch macht klug, habe ich mir sagen lassen. Wir versuchen das einfach mal, würde ich sagen. Geh mal in die Karte. Entfernen erstmal die Route. Und versuchen dann mal irgendwie hier einen Weg in die Abstellung zu finden. Kein gültiger Ort. Ich habe schon fast gedacht, dass das nicht hinhaut. Das habe ich mir nämlich gedacht, dass das nicht klappt. Ne, wir können auch nicht. Ne, das haut nicht hin. Egal wie wir es drehen und wenden, das wird nicht hinhauen. Wir können ja vielleicht noch bis dahin fahren. Versuchen wir es einfach mal. Gehen wir denn überhaupt grün? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wisst ihr was, Leute? Dann war es das mit diesem Szenario. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir bekommen vielleicht kein Grün, weil hier, ihr seht unseren Fahrweg. Ja, da fährt nämlich gerade einer drauf. Versuchen wir das doch einfach mal. Wir jetzt grün haben. Ja, ist der Watt, dann machen wir das. Dann fahren wir bis da vorne. Schließen die Türen. Versuchen wir das doch. Versuchen wir das doch einfach mal. Tun wir so, als ob wir jetzt weiterfahren nach Leipzig. Oder Richtung Leipzig.
Wunderschön, wunderschön. Wobei, wir können den auch hier abstellen, fällt mir gerade ein. Das ging ja, glaube ich, auch. Versuchen wir das so einfach mal. Stehen jede Menge Metronoms, das ist ja richtig geil. So, natürlich Trick 17 angewandt. Wunderbar, wunderschön. So, hier ist dann endgültig Schluss. Auch kartenmäßig, weiter wird es eh nicht gehen. Also von daher machen wir hier mal Schluss. Uns jetzt hier ein RE überholt und ins Nichts fährt. Da wird er gleich verschwinden. In den Bäumen. Zack. Und tschüss. So, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, passt auf euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt eine schöne Zeit. Habt noch ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieter. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.